Was geht, Leute? Mein Name ist Danielsten. Willkommen zurück zu einem Video. Ich bin bei Minecraft PlayStation 4 Edition. Und wir sind momentan in dieser Höhle hier, die verdammt gefährlich ist, Leute. Das könnt ihr mir immer glauben, denn wir suchen momentan Diamanten. Denn wir wollen im Endeffekt nur zum Enderdrache. Mehr wollen wir gar nicht. Nur der Enderdrache. Und deswegen müssen wir ganz, ganz tief kommen. Wenn wir aber auf die Karte schauen, dann sehen wir sind momentan auf der Höhe 18. Wow. Wir müssen aber auf die Höhe 12 oder 13 kommen, um weiterkommen zu können. Und by the way, ein paar Sachen kann man theoretisch wegwerfen, oder? Zum Beispiel Eichenholzblätter. Ja, könnte man wegwerfen. Kies kann man wegwerfen. Feuerstein kann man behalten. Theoretisch. Andesit. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ach ja, und beim letzten Mal haben wir sogar 2,5 Likes geschafft, was wirklich unglaublich war. Hätte ich niemals gedacht. Also, wenn wir dieses Mal wieder schaffen oder sogar ein weniger, damit bin ich auch zufrieden. Dann mache ich sofort so schnell wie möglich die nächste Folge. Aber Leute, wir müssen es wagen und tiefer runtergehen. By the way, ich kann nie sehen, ob ich Hunger habe oder nicht. Habe ich Hunger gerade, Leute, oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Ich werde mal was essen aus Spaß. Nee, ich habe. Ach so, da unten ist die Leiste. Ist das rote die Leiste, Leute? Warte, kann ich normal essen? Nein, geht nicht, okay. Ich kann nicht wirklich sehen, ob ich Hunger habe oder nicht, was ein bisschen blöd ist. Hier gibt es verschiedene Wege. Boah, das ist so aufregend, Leute. Ich liebe diese Höhlen. Machen wir hier mal eine Fackel hin. Warte mal, hier gibt es auch noch verschiedene Wege. Oh mein Gott. Es geht einfach überall lang. Hier haben wir sehr viel Eisen. Oh, Smaragde, sehr schön. Hey, Buddy. Explodier. Okay, du wirst wahrscheinlich nicht explodieren, oder? Jetzt? Nur ein Schlag noch und du bist tot. Sehr gut. Und wir müssen jetzt die Smaragde erstmal abbauen. Ich finde, bei dem Texture Pack, die Sachen sehen einfach richtig gut aus. Ich freue mich schon auf das erste Mal, wenn wir Diamanten finden werden, wie das aussehen wird. Wird richtig geil, Leute. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht. Und zwar, natürlich werden wir erstmal diese Serie zu Ende machen. Also wir werden wirklich erstmal Enderdrachen besiegen, bevor wir irgendwas Neues anfangen. Das kann ich euch sagen. Allerdings überlege ich mir halt immer schon so, hey, was könnte das nächste sein, was wir spielen werden. Und es könnte zum Beispiel vielleicht Minecraft Pixelmon sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber soll ziemlich, ziemlich geil sein. Ich meine, wie der Name schon sagt, es geht natürlich um Pokémon dort und es ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Solltet ihr kennen, denke ich, wenn ihr Minecraft-Profis seid oder wie auch immer. Was die meisten von euch sind anscheinend. Ich meine, wow, Gold, sehr schön. Das ist gut, Leute. Gold kann wichtig sein. Golderz. Muss mit mindestens einer Eisenspitzhacke abgebaut werden und dann in einen Ofen. Okay, das sollte kein Problem sein. Habe ich was aufgesammelt? Wie höre ich das so schlecht? Okay, sehr gut. Also, Diamanten werden wir hier jetzt in dem Moment nicht finden. Das ist nichts Besonderes. Na, okay. Na gut, dann lass uns mal wieder zurückgehen. Und jetzt suchen wir, beziehungsweise jetzt müssen wir erstmal tiefer gehen, auf eine niedrigere Höhe. Also, hol dein Schwert raus. Und wir müssen nach einer Gegend schauen. Hier. Hier geht's tiefer. Und nicht nur tiefer, Leute, sondern so tief, glaube ich, dass wir Diamanten finden könnten. Wow, was da? Oh, ich glaube, das ist zum Verzaubern, Leute. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, aber damit können wir verzaubern, oder? Ich weiß nicht genau, was für ein Item... Ja, Lapis... Was muss mit mindestens einer Steinspitzhacke abgebaut werden, um Lapis Lazuli zu erhalten? Genau, dieser Name war verdammt komisch, Leute. Kann ich das schon aufsammeln, by the way? Ich glaube nicht, wir müssen erstmal... Was soll ich wegtun, Leute? Ich mache einfach ein bisschen Erde weg, oder? Ich meine, wieso sollten wir es behalten? Und dann hebe ich das auf. Das scheint etwas Wichtiges zu sein, by the way. Ich glaube, das ist sogar wichtig, tatsächlich. Na gut, gehen wir weiter. Warte, in welcher Höhe sind wir? Wir sind momentan auf der Höhe 13. Oh mein Gott, hier könnten Diamanten sein, Leute. Zu 100%. Wir müssen aber auf dieser Ebene bleiben. Jetzt sind wir ein bisschen zu hoch, tatsächlich. What the freak? Redstone? Oh, warte mal, ist das Gold? Was genau war das nochmal? Also Eisenerz, ne? Ja, genau. Nehmen wir aus Spaß mal. Weil ich meine, wieso nicht? Hier ist sogar Lava in der Nähe irgendwo. Zum Glück habe ich einen Eimer Wasser dabei. Oh mein Gott. What? Oh, wir sind ja nicht allein. Oh Gott. Hi. Tja, lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, genau. Natürlich willst du mich schlagen. Was noch sonst? Ich sehe bei diesem Texture Pack nicht wirklich, wie viel Leben ich habe. Beziehungsweise, wie viel Hunger ich habe. Oh Gott. Das ist blöd. Explodier. Wieso tust du es nicht? Taust du dich nicht? Feigling. Oh, okay. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Jetzt sehe ich, mir fehlt ein Hunger. Oder wie auch immer. Das ist aber geil, Leute. Wir finden hier eine Menge Sachen. Da oben können wir auch noch hin, wenn wir Interesse haben. Aber ich meine, wir finden auf dieser Höhe, sollten wir ziemlich geile Sachen finden. Deswegen lass uns jetzt mal das ganze Golderz mal abbauen. Oh, Smaragd, ich dachte schon. Warte mal. Diamanten sind ja blau. Okay, dann halten wir auf jeden Fall Ausschau auf etwas Blaues. Weil ich denke, auf dieser Höhe, da haben wir Diamanten. Oh, aber dieses Mal... Ja, ja, okay, das ist brutal. Das ist brutal, Leute. Wehe, ich werde jetzt in die Lava geschubst. Wirklich wehe. Oho, yeah, baby. Okay, das haben wir gut hinbekommen, denke ich. Oh mein Gott. Okay, wisst ihr was? Lass mich erstmal, weiß nicht, den Eimer mit dem hier, oder nee, mit dem hier austauschen. Und jetzt erstmal dahin was bauen. Sind das Diamanten? Ich meine, ich werde jetzt nicht extrem feiern und so, weil im Endeffekt müssen wir eh Diamanten finden. Und wir haben uns ja schon alle darauf vorbereitet. So ist es ja nicht. Deswegen, sich jetzt so Todes zu feiern, ist nicht unbedingt nötig. Aber mich freut es auf jeden Fall, wenn das Diamanten sind. Nee, warte mal, sind das Diamanten? Ich glaube sogar nicht. Das ist... Oh Gott, nein, warte mal. Diamanten, welche Farbe hat ein Diamant? Das sind gar keine Diamanten. Wieso dachte ich, das wären Diamanten? Aber wahrscheinlich, weil Diamanten auch blau sind, ne? Genau, stimmt, stimmt, stimmt. Boah, da kommt aber eine Menge raus, Leute. Ist ja unnormal. Kann ich das haben, bitte? Sehr gut.
Hier müssen irgendwo Diamanten sein, zu 100%. Hier gibt es halt sehr viel Redstone vor allem. Mit Redstone würde ich auch gerne ein paar Sachen mal testen, weil ich bin ein absoluter Redstone-Noob. Kies kann man wegtun. Wundervoll. Und mehr Eisen können wir auch mitnehmen. Ich meine, wieso nicht? Eisen kann man nie genug haben eigentlich, weil so Eisenspitzhacken sind schon ziemlich gut. Welche Höhe sind wir? Wir sind momentan auf der Höhe 15. Jetzt sind wir auf einer richtig guten Höhe, Leute. Wow, was ist das dort? Gott, ich hab ein bisschen Schiss, Leute. Ich hab ein bisschen Schiss. Okay, mach das mal kaputt. Boah, ich wünschte, das würde wirklich schneller gehen. Aber natürlich nicht. Und wir sollten das Wasser mitnehmen, denke ich. Ich habe keinen Eimer. Wo ist der Eimer? Das Wasser kommt von hier. Das heißt, wir müssen hier die Quelle entfernen. Und schon können wir hier sehr schön durch. Dann lass mal sehen. Ist hier irgendwas? Oh mein Gott, hier ist noch was. Alter, das ist so aufregend, Leute. Ich liebe es einfach. Ich liebe es, Höhlen in Minecraft zu untersuchen. Und ja, ich finde hier gar nichts gerade, was so ein bisschen frustrierend ist. Ah ja, by the way, man kann doch den hier machen, oder? Genau, das geht. Ja, ja, genau so ging es. Man packt nicht das Wasser gleich da rein. Obsidian. Das brauchen wir, um ins andere Portal zu kommen und dann ein Feuerzeug, beziehungsweise um in die andere Dimension zu kommen. Obsidian kann man allerdings nur mit einer Diamantenspitzhacke abbauen und das dauert sehr lange. Und zum anderen kommt noch dazu, dass es nicht nur sehr lange dauert, sondern man muss es gar nicht abbauen. Man kann theoretisch eine bestimmte Form erstellen und dann mit Lava und Wasser selber ein Tor basteln. Das geht. Was ziemlich episch ist, aber es ist halt nicht so einfach. Aber es geht auf jeden Fall. Bis jetzt haben wir leider keine Diamanten gefunden. Ich meine, Diamanten sind was sehr, sehr Seltenes in Minecraft, ne, muss man so sagen. Also wirklich super super selten. Lass mich mal hier kurz ein bisschen Wasser machen. Boah, es ist geil. Es ist einfach nur geil, Leute. Ich liebe es. Ich liebe es so extrem, Leute. Oh Gott, oh Gott. Oh! Voll, wo kam der? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Oh mein Gott, ich habe mich so erschreckt. Ich habe mich so hardcore erschreckt, Leute. Oh, wow, what? Okay, wisst ihr was? Mach mal hier ein bisschen Wasser hin. Sonst ist das zu gefährlich. Genau, perfekt. Wundervoll. Da könnte Diamanten sein, by the way. Das ist sehr, sehr tief. Wow, Alter, ich liebe es. Es macht so einen Spaß. Es ist meine Lieblingssache in komplett Minecraft. Einfach nur zu erkunden. Ich liebe es, weil die Höhlen sind einfach so generiert, dass sie einfach nur einzigartig aussehen und einfach nur episch sind. Und, oh, warte mal, hier ist noch einer. Da ist noch ein Freak. Warte mal, ist da ein Spawner oder so? Wieso spawnst du dort, by the way, Buddy? Kannst du mir erklären, wieso du da spawnst? Lass mich mal was essen. Als wäre da irgendwie ein Spawner oder so. Oder als wäre es hier irgendwie dunkel. Ah, von da oben, ne? Ach, du kommst von da. Ich verstehe, ich verstehe. Das erklärt einiges im Leben. So, wundervoll, mehr Redstone. Also wir müssen wirklich nur so viel Redstone sammeln, wie wir tragen können. Mehr müssen wir nicht mitnehmen, definitiv nicht. Pfeile. Pfeile sind cool, by the way. Wie, ich packe mal, was soll ich wegtun? Stöcker? Ja, 4 Stöcker kann man wegwerfen, braucht man nicht unbedingt. Warte mal, Stöcker kann man doch bei dem anderen reintun, oder nicht? Ich meine, warte mal, wo ist der Stock? Er hat ihn doch einfach hier eingesammelt, oder? Ja, genau. Man kann ja 64 Stöcker haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier geht's tief runter. Oh, 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 what? Ich hatte so Schiss, das hätte auch sehr schlecht enden können. Seht ihr, wie schnell es enden kann? Vor allem bei Kies weiß man einfach nie. Und da geht's auch weiter. Da ist auch noch was. Ah, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich gehe erstmal da lang, weil das sehr vielversprechend hier aussieht alles. Ah, da ist ein Gegner. Soll ich hier weiter runter? Ich würde gerne. Au, das hat weh. So, machen wir das erstmal alles weg. Was jetzt das Schlimmste für mich wäre, A, in Lava zu fallen und B... Oh Gott, oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Wir dürfen ihn nicht angucken, Leute, dann wird uns nichts tun. Bitte, Buddy. Oder ist er auch sauer vielleicht, weil ich in seiner Höhle bin? Ich hoffe nicht. Oder vielleicht, weil ich irgendwas hell mache. Oh Gott, ich habe so Schiss vor dem Teil. Aber ich glaube, das attackiert mich nicht. Das sind seine Regeln. Attackiere keine fremden Menschen. Das sind wirklich sehr, sehr gute Regeln. Die gefallen mir sehr gut. Welche Höhe sind wir, by the way? Au. Wir sind auf der Höhe 14. Hier müssen irgendwo Diamanten sein. Das kann nicht sein. Warte mal, das sind Diamanten. Ich glaube, ich habe welche gefunden, Leute. Au. Kannst du bitte sterben? Danke. Diamantenerz. Endlich. Wir haben Diamanten gefunden, Leute. Unsere ersten Diamanten. Hundertprozentig ein Like dafür. Besser geht's gar nicht im Leben. Ich bin halt so happy, Leute. Hier. Da sind Diamanten, meine Freunde. Wundervoll. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas wegtun. Nur die Frage ist, was? Von wo weiß ich, was gut ist? Eichenholzblätter, das können wir wegwerfen. Brauchen wir nicht unbedingt. Diamanten, perfekt. Endlich haben wir welche gefunden. Ich kann es nicht glauben, Leute. Wie viele haben wir? Wir haben 3 Stück, oder? Oder 4? Oder 4? 4! 4 Diamanten, Leute. Und bald können wir kein Redstone mehr tragen, weil wir so viele haben. So viel Redstone, meine ich. Das ist aber episch. Absolute Wahnsinn, Leute, dass wir hier Diamanten gefunden haben. Danach war ich eigentlich schon auf der Suche, nur wir müssen natürlich mehr finden, logischerweise. Ah, ich habe ein bisschen Angst vor dem Enderman, weil der kann mein Leben komplett zerstören, glaub mir mal. Endermänner sind verdammt stark. Ich hatte schon immer Angst vor diesen Teilen. Zum Glück attackieren sie aber nicht, wenn man sie nicht anschaut. Das ist quasi das Ding, sie mögen es, wenn nicht angeschaut zu werden. Ich weiß nicht, ob die sich quasi sie schämen oder so, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, die sind nicht ganz zufrieden mit sich selbst. Das steht fest. Oh Gott, hier müssen wir feuchtig sein, Leute. Und platziere hier Wasser. Perfekt. Und wir müssen jetzt hier Wasser platzieren. Am besten überall natürlich, ne? Am besten überall jetzt hier. Sehr gut.
Na gut, jetzt ist das Licht weg, was so ein bisschen blöd ist. Aber hier könnten auf jeden Fall, hier könnte auf jeden Fall noch mehr sein. Mehr Diamanten auf jeden Fall. Das sollten wir nämlich auch finden, mehr Diamanten. Weil für mich hat es sich jetzt schon gelohnt, hier zu sein. Warte mal, habe ich mehr Fackeln? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Fackeln und mehr kann ich erstellen. Das sollte kein Problem sein. Hier haben wir mehr Gold. Gold ist auch gut. Also das ist alles sehr gut irgendwie. Man sollte wirklich alles mitnehmen. Aber wenn wir zurückkommen, dann können wir uns schon mal ein Diamantenschwert erstellen, was der Wahnsinn sein wird. Ich meine, wenn man genug hat, kann man sogar eine Diamantenspitzhacke, by the way. Man sieht, die kann man am besten so abbauen. Gott, ich bin sogar hyped, Leute. Warte mal, sehe ich auf meiner Karte mein Zuhause und wo ich bin? Ja, ich weiß, wo ich bin sogar. Perfekt. Das heißt, im schlimmsten Falle kann man sich einfach hochbauen, was richtig geil ist. Also wenn man gar nicht mehr klarkommt, ne? Wenn man so gar nicht mehr weiß, wohin man gehen soll. Und das ist ein bisschen riskant, weil das abzubauen kann vieles zum Einstürzen bringen. Und das wollen wir nicht, Leute. Das wollen wir auf keinen Fall, dass wir so sterben. Und ja, ich habe keinen Platz. Oh, warte mal, hier geht's weiter. Ich glaube, da hinten ist was, oder? Ja, sehr schön. Ich würde mir echt gerne einen Diamanten... Schwert erstellen. Ich meine, Diamantenspitzhacke nicht unbedingt, weil so eine Spitzhacke, die geht einfach schneller leer. Die geht schneller kaputt, meine ich. Das ist quasi das Ding. Welche Höhe sind wir jetzt? Wir sind auf der Höhe 14. Wow. Oh mein Gott. Yes, baby. Oh. Das ist ja weniger gut. Habe ich, diese Teile? Nein, habe ich nicht. Kannst du bitte ein paar mehr Fackeln erstellen, Bro? So am besten extrem, extrem viele. Danke dir. Ah, das sind Zombies auf jeden Fall. Aber Leute, schaut euch das mal an, meine Freunde. Jetzt dürfen wir aber nicht sterben. Leute, wenn wir jetzt sterben, dann bin ich so sauer. Da bin ich wortwörtlich extrem sauer. Bro! Ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben, Leute. Gott. Über mir sind überall Gegner, glaube ich. Wo seid ihr? Ist über mir irgendwie... Wer jemand kann von oben runterkommen, Leute. Dann wäre ich extrem sauer. Gefolgt dich. Platziere eine Fackel. Hier haben wir nichts Besonderes, okay. Na gut. Ich meine, überall kann sich künstliche Diamanten befinden. Was perfekt ist. Wir brauchen eine Menge davon, Leute. Hier geht es auch noch weiter, so wie es aussieht. Ich gehe hier gerne hin, auch wenn mich das Wasser so ein bisschen nervt. Kannst du bitte aufhören, mich zu nerven? Danke. Wo lang soll ich jetzt gehen? Ich gehe mal hier lang. Redstone. Brauchen wir nicht mehr. Ich will ja eigentlich nur Diamanten finden. Wow. What the hell? Jetzt sind wir noch tiefer. What the frick ist das, Leute? Hier haben wir aber Kohle. Was aber auch, glaube ich, gefährlich ist, oder? Ja, könnte gefährlich sein. Wir brauchen es aber, weil... Okay, das ist aber gefährlich. Sehr gefährlich. Da kann man leicht sterben, denn da braucht nur Kies auf einzufallen. Und da hat man ein Problem. Dieses Lapis-Lust irgendwas. Hier. Lapis Lazuli. Wer ist auf diesen Namen gekommen? Gibt es diesen Rohstoff oder was auch immer das sein soll? Wirklich? Ich habe keine Ahnung, Leute. By the way, wenn ich irgendwelche Diamanten übersehe, dann tut es mir leid. Aber wahrscheinlich in dem Moment, wo du es siehst, ist es schon zu spät. Wahrscheinlich. Oder irgendwas Wichtiges übersehe oder irgendwie so eine Art. Ich meine, ich weiß nicht. Man kann ja eine Menge übersehen. Boah, es geht hier noch lang. Jetzt geht es auch noch lang, was sehr schön ist. Lass mal sehen. Von da komme ich, okay. Warte, welche Höhe bin ich? Kann ich doch höher gehen? Auf der Höhe 11 bin ich. Das heißt, ich kann tatsächlich noch ein bisschen höher gehen. Das ist kein Problem. Und ich kann trotzdem noch Diamanten finden. Warte mal, von hier komme ich aber, ne? Wow, warte mal, hier ist viel Eisen. Ist das nicht abgebaut? So ein bisschen wenigstens? Eigentlich schon, Leute. What the frick? War ich hier unten? War ich das schon? Ich glaube, ja. Das ist quasi das Ding in so Höhlen, ne? Ihr denkt wahrscheinlich, hey, da kommst du nicht mehr raus. Weil ich meine, wie willst du dir den Weg zurückfinden? Zumal, ich werde den Weg wahrscheinlich gar nicht zurückfinden. Das steht fest. Soll ich, by the way, hier bleiben? Oder ich habe keine Ahnung, wohin ich gerade lang gehen soll. Man kann sich aber, wie gesagt, einfach nur hochbauen. Das geht. Was sehr geil ist und was auch immer das für ein Sound war. Er hat mir nicht gefallen. Warte, da war ich noch nicht. Überall, wo keine Fackeln sind, da war ich noch nicht. Und hier ist auch nichts. Kein Wunder, dass ich hier nicht war. Ah, verdammt, ich hätte noch einen Eimer erstellen sollen. Wir brauchen nämlich mehr Lava, Leute. Wir brauchen sehr viel Lava, theoretisch, weil Lava ist wichtig, denn wir müssen ja Obsidian erstellen. Und ja, obwohl, warte mal. Warte, wie viel habe ich Diamanten? Ich habe 8 Diamanten, das heißt, ich kann eine Spitzhacke und ein Schwert erstellen. Ich muss sogar eine Spitzhacke erstellen, theoretisch. Also das war schon wichtig, oder? Warte mal, hier geht's auch noch hoch. Hier werden wir allerdings dann keine Diamanten mehr finden. Wow, hier geht's aber sehr weit nach oben. Okay, wohin gehen wir? Ich habe keine Ahnung. Da geht's noch höher. Wow. What the hell ist das verzweigt? Hier ist alles so verzweigt. Ah, da ist ein Gegner. Töten wir den mal lieber schnell. Stirb. Au. Der muss mich immer mindestens einmal treffen. Jedes Mal. Wow, hier geht's tiefer wieder. Das ist episch, Leute. Diamanten? Nein, keine Diamanten leider. Wir haben hier aber Knochen und Pfeile. Ich habe keine Ahnung, was ich wegtun soll. Ich weiß nicht, was nicht wichtig ist. Granit könnte nicht wichtig sein, oder? Ich glaube nicht. Eine Sache, die geht natürlich, die könnte ich tun. Und dann könnte ich richtig absahen, Leute. Und zwar könnte ich meine Karte rausholen, gucken, wo ich bin. Mein Haus ist in dieser Richtung. Ich könnte mich durch den Boden buddeln auf eine Höhe von 12. Hoffen, dass ich Diamanten treffe und gleichzeitig nach Hause gehe. Das wäre eine Möglichkeit, theoretisch. Allerdings weiß ich dann nicht, ob über mir Wasser ist. Ich meine, doch, das weiß ich, weil ich das auf der Karte sehe. Aber da könnte überall Wasser sein. Also, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, sowas zu tun. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Lust drauf. Jetzt mich irgendwie da durchzubuddeln. Aber es wäre ein Plan auf jeden Fall. Boah, hier geht's ja richtig hoch. What? Hier geht's ja richtig hoch, Leute. Warte, ich habe keine Dingsterbumster mehr.
Könntest du vielleicht ein paar mehr stellen? Danke dir. So viel mehr. Super. Lass mich raten, hier oben ist gar nichts, oder? Ah, da oben geht's aber noch höher. What the hell? Ich habe das Gefühl, das sind alles so verzweigt. So, dieser Weg führt zu einer anderen Höhle oder irgendwie so eine Art, was dann quasi eine Höhle ist. Aber nein, ich bin wieder kostenlos, komplett umsonst geklettert. Ein bisschen mehr Eisen, gerne. Mein Plan wäre es auch, zum Nether-Portal zu gehen, beziehungsweise zum Nether oder wie auch immer zu gehen. Also, indem man quasi dieses Portal erstellt, mit dem Feuerzeug anmacht und hingeht. Also, nicht zum Ender-Drachen, sondern in dieses andere Portal, in die andere Dimension. Ich glaube, viele wissen, was ich meine. Die Frage ist, kann ich da was Gutes finden? Weil, lohnt es sich überhaupt, dahin zu gehen, oder ist es einfach nur zum Spaß und zum Entertainment? Das würde mich halt interessieren. By the way, ich glaube, ich muss mich hochbuddeln, oder? Ich glaube, ja. Welche Höhe habe ich? Ich würde noch gerne ein paar mehr Diamanten finden, weil ich auf so einer guten Höhe bin. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir sollten uns langsam hochbuddeln, Leute. Ich würde mich gerne hier hochbuddeln. Denkt ihr, das sollte klappen? Oder wird mich irgendwie Kies oder irgendwas töten? Ich hoffe nicht. Wir müssen immer zwei buddeln, auf jeden Fall. Ja, das ist eine gute Stelle. Ich glaube, hier ist auch kein Wasser, was ebenfalls gut ist. Wir sollten es tun, denke ich persönlich. Ich packe mal die Schere weg. Ist ja egal. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Cobblestone, um nach oben zu kommen. So, fangen wir hier an. Und hier hoch. Wir müssen immer aufpassen, damit nichts auf uns fällt, weil so können wir sehr... Oh Gott, was habe ich getan? War jetzt nicht so gut, tatsächlich. Weil sonst können wir sehr, sehr, sehr schnell sterben. Das passiert super schnell, wirklich. Deswegen muss man halt so richtig vorsichtig sein. Ja, man kann so oder so sterben, ne? Ja, man kann... Am besten, wenn man vier... Oh Gott. Ja, seht ihr, das meine ich. Genau das ist das Ding. Genau das ist das Ding, Leute. Ich kann quasi alles zerstören und dann sterben wir. Es geht so schnell. Wirklich so verdammt schnell. Aber ich höre schon Kühe auf jeden Fall. Das ist ein gutes Zeichen. Ist da das Ende? Beziehungsweise kann ich da hin? Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall Boden, Erde. Das ist ein gutes Zeichen, um jetzt endlich rauszukommen. So, die Erde müssen wir jetzt auch noch kaputt machen. Das sollte kein Problem sein. Zum Glück fällt Erde nicht so wie Sand runter. Das wäre natürlich total ätzend, Leute, aber alles gut. Und es ist dunkel draußen. Ach, verdammt. Das ist ein bisschen blöd. Also definitiv blöd sogar. Wir müssen jetzt nämlich mal auf die Karte schauen. Wehe, die Kuh mutiert oder so. Wir müssen da lang. Okay, dann wollen wir mal, Leute, laufen. Ja, das ist problematisch. Das kann gefährlich sein, weil wir haben auch nicht so viel gegessen jetzt. Okay, warte mal, kann ich irgendwas zu essen nehmen? Das brauche ich nicht, das hier. Okay, dann würde ich sagen, ist erstmal was, oder? Perfekt. Ja, nachts ist es halt sehr gefährlich. Muss man wirklich so sagen. Wo ist unser Zuhause? Irgendwo in dieser Richtung auf jeden Fall. Ja, wir müssen nur noch da lang. Und dann sollten wir da sein. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wo. Ich erinnere mich an die Gegend. Definitiv sogar. Jetzt stellt euch mal vor, die Kühe könnten hier gebissen werden von Zombies oder so. Oh Gott. Eieiei, das war... Oh Gott. Hi. Was bist du für ein Freak, hä? Bald habe ich ein Diamantenschwert, da kannst du gar nichts mehr machen, Bro. Dann kannst du gar nichts mehr machen. Da ist mein Zuhause. Noch ein bisschen. Kommt schon, Leute. Oh, da sind Blobs. Da sind Blobs. Die brauche ich. Ich will mir eine Leine erstellen, Leute. Stirb. Stirb, du Loser. Sie werden zu mehreren Blobs, oder? Ja. Achso, die Blobs sind auch nur abends da. Das wusste ich nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Mach mal bitte das hier weg. Keine Ahnung. Mach's aber weg. Jetzt habe ich auch, wir haben irgendwas eingesammelt auf jeden Fall. Das steht fest. Ich glaube, das könnte uns helfen, eine Leine zu kreieren. Das werden wir dann aber sehen. Boah, sind da viele. Oh mein Gott. Das ist ja nicht mehr normal. Wie viele da sind. Oh, ah, verdammt. Oh Gott, das tut weh. Geh rein, geh rein, geh rein. Boah, wir haben es geschafft. Kannst du schlafen gehen? Nein. Zombies in der Nähe. Oh mein Gott. Sehen die mich? Hey, Buddy. Willst du reinkommen? What the hell, ist das gruselig. Oh mein Gott. Das ist so creepy. Aber wir sind endlich zu Hause, Leute. Wisst ihr was? Wir werden jetzt erstmal alle wichtigen Sachen wegtun. Sowas wie Diamanten, das, das. Alle Blocksachen werden wir wegtun. Damit sie hier auf jeden Fall sicher sind. Das heißt, egal ob wir sterben oder nicht, wir haben eine Chance. Schleimball können wir hier hin tun. Redstone können wir hier hin tun. Feuerstein können wir hier hin tun. Alles, was irgendwie in irgendeiner Art wichtig ist. Und dann haben wir hier noch bestimmte Sachen, die können wir ebenfalls hier hin tun. Ich würde gerne schlafen gehen, aber es geht leider nicht. Kann ich eigentlich jetzt schon eine Diamantenspitzhacke erstellen? Ja, das geht. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mach's. Drei Diamanten brauche ich dafür. Fertig. Und jetzt brauche ich noch ein Diamantenschwert. Oh mein Gott. Und der Rest der Diamanten, wie viel habe ich noch? Habe ich noch ein paar? Drei Stück habe ich noch. Reicht das für... Ne, es reicht, glaube ich, für nichts, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Ich mache noch ein bisschen mehr Licht hier hin. Hier auch noch. By the way, ich würde gerne mein Haus höher bauen, weil es schon sehr beengt ist. Also von der Breite geht es so. Die Höhe ist halt ein bisschen blöd. Ja, ich kann mich schlafen legen. Wundervoll. Sehr gut, Leute. Ich würde ehrlich gesagt mein Diamantenschwert gerne testen. Und meine Diamantenspitzhacke. Sehr gerne. Wo sind die ganzen Gegner? Hey, Buddy. Wie wäre es, wenn ich dich einmal schlage? Boom, nice. Okay, das ist brutal, Leute. Diamantenschwert ist absolut legendär. Oh, da ist ein Blob. Den würde ich gerne töten. Oh, hi. Boom. Nein, nein, nicht von meiner Kühe. Nicht von meiner Kühe. Nicht von meiner Kühe sind.
Oh Gott. Warte mal, der Creeper stirbt trotz Diamantenschwert trotzdem mit zwei Schlägen. Das ist blöd, Leute. Hey, Mr. Blob. Würde sie gerne eliminieren. Au. Okay, das tut weh. Du kannst auch sterben, gerne, wenn du willst. So, so können wir eine Leine erstellen. Au, hör auf damit. Von wo schießt der Typ? Au. Da schießt du. Was machst du da, hä? Freak. Was für ein Freak, Leute. Zum Glück tun mir die Blobs nicht weh. Und jetzt würde ich gerne noch eine Leine erstellen. Wir haben Faden. Und habe ich jetzt diese komischen Teile? Ja, Schleimball. Okay, das müsste gut sein. Das müsste reichen für eine Leine. Die Sachen hier zu finden ist manchmal so richtig frustrierend, aber Leine, da haben wir es. Sehr schön. Wir haben zwei davon, was wundervoll ist. Sind hier noch irgendwelche Gegner vielleicht? Die irgendwie Stress suchen oder so? Au. Ja, okay. Ist anscheinend. Lass uns kurz mal zurückgehen, was essen. Weil ich habe nicht allzu viel Leben und ich will nicht sterben. Ups, das wollte ich nicht. Und wir können wieder rausgehen. Wo ist denn der Gegner? Die verstecken sich immer so gut, diese Bogentypen. So, mein Pferd ist hier. Oh, du musst sterben. Du musst definitiv sterben, Buddy. Vor allem, die sind so hardcore präzise mit ihren Bögen, ne? Die sind so hardcore präzise. Ist unglaublich. Eigentlich muss ich die Diamantenspitzhacke gar nicht verwenden. Zumindest noch nicht. Machen wir das mal auf, okay? Und jetzt habe ich hier eine Leine. Und ich würde sie gerne verwenden. Die Frage ist noch, wie tue ich das? So. Und jetzt kommt das Pferd mit, oder wie ist es aus? Ah, das Pferd wird anscheinend doch mitgezogen, ne? Ja, anscheinend schon. Komm her, Pferdchen. Pferd? Hallo? Es will nicht wirklich mitkommen. Vielleicht, wenn wir es irgendwie... Kann ich die Leine nicht irgendwo dran machen oder so? Kann doch nicht sein, oder? Au. Schon wieder, dein Ernst? Oh, er hat verfehlt. Cool. Also könnt ihr doch verfehlen, so wie es aussieht. Kannst du bitte einfach sterben. Danke. Und ihr macht so viel Todesschaden, es nervt. Ich weiß leider nicht genau, wie die Leine funktioniert, Leute. Und wo man sie vor allem dran machen kann. Weil ich mal... Oh, jetzt habe ich die Leine wieder fallen lassen. Na, super. Oh mein Gott. Nein. Er hat meine Schafe getötet. Dieser Assi. Oh nein. Dein Ernst? What the frick hat er gemacht? Kann ich auf die reiten? Oh, sorry. Oh, das wollte ich nicht. Lass mich bitte auf die reiten, Buddy. Das ganze Wasser nervt, Leute. Mach das schnell zu. Damit die nicht mehr so leiden müssen, die armen Tiere. Alles wurde zerstört. Aber na gut, Leute. Ich werde die Folge vorerst mal stehen lassen. Wir haben endlich Diamanten gefunden. Beim nächsten Mal werden wir versuchen, einen Zaubertisch zu erstellen. Das wird klappen, indem wir irgendwo nach Lava suchen, im besten Fall. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir es zu... Also, dann müssen wir es mit Wasser bedecken und dann haben wir hier diesen... Ihr wisst schon, was ich meine. Und da können wir entweder ins nächste Portal gehen. Wir müssen da noch ein paar Bücher finden, obwohl ich habe sogar ein paar Bücher hier, oder? Ich habe irgendwo ein paar Bücher, glaube ich. Aber nun, Leute, das war's. Für mehr davon lasst uns rum. Da, falls du es bisschen geschafft hast, schreibe Diamanten in die Kommentare und ich sehe dich nicht so wieder. Bye! Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!